Wobei man dann natürlich wieder danach gehen muss, was ist denn daran jetzt schon Kinderarbeit und so weiter. Ich wollte es gerade sagen. Vor allem in Deutschland ist das dann ja eigentlich sehr strikt, glaube ich. Mhm. Nur vorgeschrieben. Darum ein Entwicklerstudio wie Koch Media wird nicht so schnell hier ein Junior-Studio eröffnen. Nö, die haben da glaube ich auch gar kein Interesse dran, oder? Nee, glaube nicht. Du, ne. Ja, ich komme, ich bin doch schon da. Ja, ist schön. Ja. Ich geh jetzt. Ja. Ich muss auch zurück. Ich habe auch nichts mehr zu essen. Du kannst ja auch endlich mal ein Bett reinbauen. Ja, wollte ich ja. Ursprünglich dann in der heutigen Aufnahmesession, da wollte ich an dem Haus da weiterarbeiten. Ja, ist schön. Aber dann bist du ja da gewesen und da haben wir gesagt, ja, hier, ne, wie schaut's aus? Willst du mal eben dabei sein oder hast mich ja gefragt, ob ich... Nee, das war nicht so. Ob ich denn alleine aufnehme? Richtig. Oh shit, nein, ich will nicht sterben. Mach das doch nicht. Ist doch ja, das sagst du so einfach. Ja, irgendwie schon, ne? Eis mit dem Boot. Oh, 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 oh. Ja. Ich kann jetzt nicht schlafen, es sind Monster in der Nähe. Ganz krass. Ja. Shit. Bloß irgendwer hat die Tür offen gelassen. Ach Gott. Ah. Hast du zufällig ein paar Brötchen für mich? Dann bin ich gleich tot. Ja, aber wirklich nur ein paar. Ja, danke. Ich habe jetzt noch 4, die brauche ich aber auch. Ach, ich hatte noch Brötchen. Oh, oh nee. Ich fühle mich gemobbt von mir selbst. Ja, das verstehe. Ist auch ein Talent. Ja, ich kann trotzdem nicht schlafen drehen, weil Monster in der Nähe sind. Ja. Vielleicht. Ist es bei dir auch so? Bestimmt. Ich kann ja mal sonst gucken. Ich gehe mal kurz. Ob es hier nicht noch irgendwo ein Zimmer gibt, vielleicht beim Vestas. Ah. Ich weiß warum. Unter deinem Haus quasi ist eine Spinne. Ich habe gar kein Haus. Unter deinem Zimmer. Du weißt, was ich meine. Ja, musst du das auch so sagen. Und ich finde das ganz grauenvoll, dass du ganz viele leere Zimmer hast. Da musst du wirklich mal was machen. Ja, dann mach doch. Sei kreativ. Ich? Ja. Ich mach das nicht. Es ist dein LP und es ist dein Haus. Und du wolltest doch so einen Riesenvilla haben. Ja. Ich habe mich schon beschwert von Anfang an. Das ist viel zu groß. Ja, stimmt. Hast du. Ja, hab ich. Hatte Vestas nicht ein Zimmer hier? Ich bin verwirrt. Ja, hat er. Neben der Treppe. Ach, hierhin. Ach, schön. Ach, hier geht's auch nicht. Hm. Aber gleich müsste es gehen. Oh. So, probieren wir jetzt. Ja, jetzt geht's. Ich habe hier mal so ein bisschen aufgeräumt. Schön, schön. Ja, finde ich auch. Ja, und mit den Räumen, da muss ich wirklich noch irgendwas Kleines machen an dekorativen Sachen. Ja, vor allem du hast ja, glaube ich, doch Verzauberung hast du ja unten im Keller gemacht. Vor allem, ja. Du hättest diesen Keller nicht mal gebraucht, du hast genug Platz hier oben. Ja, obwohl doch für die Truhen und sowas ist schon nicht verkehrt. Hm. Ich weiß ja nicht. So, dann kriegst du gleich deine Brötchen wieder. Was machst du denn da? Ich will XP haben. Ach so. Was willst du mit der XP? Hier, halt mal an, ey. Ups, jetzt hätte ich fast das Schwert weggeschmissen. Ja, dann hätte ich wieder eins, gut. Ich weiß aber nicht, ob ich damit einverstanden wäre. Du kümmerst dich um die grünen Geselder? Nein. Schade. Ich brauche jetzt keine Terraform-Helfer. Nee, ne? Jetzt forsten wir erstmal alles auf mit Erden. Genau. Weil das ja auch Forsten genannt werden könnte. Und dann dürfen wir alles hier schön bepflanzen. Jo. Machst du da hier dann auch eine Farm hin? Nee. Nee, ne? Nee. Das passt ja dann gar nicht dazu. Nee, aber ich weiß halt nicht, was du sonst da hinbauen willst. Oh, warte ab. Ich glaube, du hast noch gar keinen Plan. Doch, hab ich. Warte ab. Ich habe halt nur noch keine Zeit gehabt, das da jetzt wieder neu zu machen. Naja, Zeit schon. Du warst nur irgendwie mit was anderem beschäftigt. Ja, beziehungsweise ich hatte halt jetzt auch schon so oft Gäste hier. Schrecklich, ne? Schrecklich. Also ganz, diese ganz Gäste, schön. Die benehmen sich auch so abartig. Ja.
Die helfen dir. Ja, geht. Ich meine, ich helfe auch nicht fremden Leuten. Nee, verständlich. Ich mach das nicht mit dem Rückwärtsgehen und dann da die Erde hinklatschen. Ja, das kenne ich. Besonders so auf hohen Gefilden. Nö, das ist immer relativ rumpel. Ich krieg das dann nur nicht ordentlich platziert. Oder ich klicke zu oft drauf. Oder da gibt es so eine ganz kleine Verzögerung und dann ist dann doch zu oft. Und dann. Oder beides. Ja. Du verstehst das schon. Ja, ich verstehe das schon. Mhm. Wenn nicht ich, wer sonst? Ja, salzig. Ja, genau. Auch wenn das keine mathematische Frage war, aber ja. Ich habe doch gesagt, wenn ich keine Antwort weiß, dann sage ich das auch. Okay. Da unten ist Leben übrigens. Brauchst du noch Leben? Nee, Leben habe ich echt so viel damals mit dem Westers schon gefahren. Ach so. Gibt's den noch? Den gibt's auch noch. Oh ja, viele Grüße. Der ist aber gerade im Urlaub. Ja, aber vielleicht guckt er das LP trotzdem an. Ja, vielleicht. Ist das schon wieder super exklusiv Urlaub in sehr exklusiven Ländern? Ja. Machen? Ah. Nicht inklusiv. Nee, auch kein Frühstück und sowas gibt's auch nicht. Oder zum Teil, man weiß es nicht. Ist ja auch eigentlich ziemlich egal und tut nichts zur Sache. Ja. Und er will gar nicht auf dem Urlaub sein. Zumindest war das seine letzte Aussage. Wieso? Na, weil darum. Ja. Aus Gründen? Aus Gründen. Oh Gott. Ja gut, dann verstehe ich das. Wenn das ist, was ich meine zu wissen. Ich weiß es nicht. Ich kann es ja nacherzählen. Ja, kannst auch lassen. Ja. Dann mein herzliches Beileid. Aber mir geht das halt auch oft so, dass ich gar nicht Feierabend haben will. Ja, wegen den Menschen, das hatten wir schon, ja. Das Thema. Oder die ganze letzte Woche war irgendwie voll anstrengend, weil einfach so wenig zu tun war. Das heißt, man hat morgens den Stall gemacht, hat die Tiere wieder reingebracht oder waren halt die ganze Zeit drin, weil es zu nass draußen. Und dann ist man fertig. Man hat einfach den ganzen Tag nichts mehr zu tun. Das ist richtig schrecklich. Den ganzen Tag, da warten wir nur bis Feierabend ist. Vielleicht dann noch mal Ratten umsetzen oder so, aber das war es dann auch und es ist echt anstrengend. Die Woche war dann echt. Oh, hat sich ist dann, da geht dann nicht die Zeit so rum, meinst du, ja? Nee, überhaupt nicht. Aber ich bin ja sowieso so eine, ich bin lieber beschäftigt, als mich zu langweilen. Oh ja, ich auch. Also ich mache lieber die ganze Zeit was. Irgendwas. Ich habe dann schon sogar freiwillig dann irgendwie mir eine Arbeit gesucht und habe dann eine Müll rausgebracht und so, damit ich irgendwas zu tun habe. Ja, ohne was zu tun, auf der Arbeit rumzuhängen, wäre ätzend, finde ich. Ja. Beispielsweise hier solche Schuhverkäufer, sage ich mal, die bei Deichmann oder sowas arbeiten, halt solche Läden, die jetzt nicht ganz so stark besucht sind. Natürlich gibt es auch Märkte davon, die sind stark besucht, aber jetzt so der Standardschuhladen, ne? Gehst du rein, ist niemand außer dir da. Und die Verkäuferin steht da an der Kasse und hat keinen Plan, was er tun soll. Ich weiß nicht, von welchem Schuhladen du redest, aber okay. Ich habe das schon gesehen. Und ich denke mir nur so, WTF. Ja, ich habe solche Schuhläden gesehen. Ja, weil diese armen Leute, die da rumhängen müssen, ihr Geld verdienen müssen, indem sie nichts tun. Ja, beim Netto ist das aber auch so bei uns. Ich meine, die haben ja jetzt, glaube ich, zwei neue Azubis bekommen. Und anscheinend ist es bei Netto so, wenn du sitzt halt entweder den ganzen Tag an der Kasse oder tust es halt eben nicht. Und wenn die den ganzen Tag an der Kasse sind, dann sitzen auch die Wirklichkeit den ganzen Tag an der Kasse. Und die tun dann aber auch nichts, wenn keine Leute da sind. Die sitzen einfach nur da und warten, bis Kunden kommen. Das finde ich auch blöd. So, haben wir es geschafft, ja? Wir haben es geschafft. Ah, endlich. Ach nee, da hinten ist noch ein Stück Wüste. Da hast du mir nicht gesagt, dass er zugeschüttet werden soll. Ja, das stimmt. Aber das muss auch. Wo denn? Hier. Ja, nur dieser Hügel, oder was? Ja. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Alles, was hier Sand ist, muss bedeckt werden mit Erde. Okay, dann mache ich das mal. Also hier ganz einfach oben drauf gesetzt werden, muss kein Sand mehr abgebaut werden und sowas. Einfach oben drauf. Ja, so viel Sand, so viel Erde habe ich aber auch nicht mehr. Nein, ich auch nicht. Müssen wir gleich nochmal kurz rüber. Oh.
da müssen wir nicht ganz so viel besorgen. Ja, bis dir dann auffällt, ach da, da ist ja noch eine Riesenwüste, die du zuschaffen musst. Ja, oder ach da, da haben wir ein Meer, das muss zugemacht werden. Mhm. So was fällt auch nur mir ein, ne? Ja. Du machst irgendwie die schlauesten Projekte ever. Ne, ich sag ja nur irgendwie, du möchtest dir ein Haus bauen, jetzt außer deiner kleinen Strandhütte da. Und was machst du? Du baust eine Villa dahin, die immer noch leer ist. Die seit über 200 Folgen so ein bisschen leer ist, ja. Ja, also sinnvoll. Nee, sinnvoll ist das nicht. Ach, wie geht's eigentlich meinem Tropenwald? Dein Tropenwald geht's gut. Hast du mal hingeguckt? Habe ich mal offscreen hingeguckt, ja. Und? Ja, sieht gut aus. Gibt's könnte sogar noch ein paar, nein. Könnte noch ein paar Bäumchen vertragen. Ja, wollte ich ja machen, aber irgendwie kam es nie dazu. Nee, weil immer wieder irgendwas mit Erde dazwischen ist. Ich weiß auch nicht, wie das zustande kommt. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht planst du deine Projekte einfach ein bisschen zu großflächig. Jetzt ist der Sand runtergefallen. Oh, das passiert. Ja. Ja. So ein Scheiß aber auch hier. Fällt der Sand einfach runter, ich glaube, es hackt. Ja, ne? Ohne zu fragen. Ohne zu fragen. Und was soll denn ich davon halten? Weiß ich nicht, frag dich doch mal. Was halte ich davon? Keine Ahnung. Das können wir ja von dir. Ja. So, ich habe noch ein Stack Erde. Das ist gut. Ich habe noch 4. Du verballerst die Erde einfach wesentlich schneller als ich. Nee, ich glaube eher, dass ich weniger hatte als du vorher. Das weiß ich nicht. Ich mach den Kaktus kaputt. So. Ja, und du wolltest dir heute gar keine Themen raussuchen. Ne? Ich wollte mir heute gar keine Themen raussuchen. Ich wollte raussuchen, aber dann bist du ja dazwischen gekommen. Ja, so ein Scheiß. Ja, das ist ehrlich. Mhm. Ey, ne, also nächstes Mal kannst du das ruhig auch machen, aber, ne? Dann nicht beschweren, da ich keine Themen rausgesucht habe. Ich hab's nur angemerkt. So, ich hab keins mehr. Keine RD. Keine RD. Nee. Dann kommen wir zu mir, kriegst du 2 Stacks. Denn ich wüsste, wo du bist. Ich stehe hier hinten. Ah. Siehst du, dann hinten ist eine genaue Ortsangabe. Ja, doch, das geht eigentlich. Danke, danke. Ich hab das schon gemerkt. Du wolltest dich schon wieder aufregen hier, so. Hinten, wo ist denn hinten? Nee, genauer geht's nicht. Ne? Nein. Doch, wolltest du. Das siehst du vollkommen falsch. Okay, dann lasse ich mal Vorurteil und sage, ja, okay. Dankeschön. Wolltest du nicht sagen. Genau. Aber du hast es gedacht. Nein. Okay. Diesmal nicht. Sonst ja, aber diesmal nicht. Ja, dann bin ich ja zufrieden. Ah, ja, ja. Ja, wir haben schon ordentlich was hier geschafft zusammen. Mhm, auf jeden Fall. Dann muss es nur noch irgendwann alles grün werden. Ach, das geht aber doch recht fix bei dir, muss ja. Ich sagen. Und Bäume wolltest du noch pflanzen vielleicht? Bäume, ja. Sonst kannst du ja auch anfangen, Bäume zu pflanzen? Nee. Nee? Ja. Okay. Dann gehen wir halt gemeinsam Erde sammeln. Ja, wir sollten aber erstmal gemeinsam zum Haus zurückgehen, weil es Nacht wird. Ach ja, auch schon wieder. Ja. Jeden Tag aufs Neue wird es wieder dunkel. Aber ich leg hier noch 14 Erdblöcke. Mach das. So. Ich zück mein Schwert und beschütze dich. Ich bin vollkommen verwirrt. Da lang. Das war gerade Ehrenrunde. Eine Ehrenrunde. Einmal einen Kreis drehen. Ja. Damit ich die Orientierung wieder gewinne. Mhm. Ah, das war zu nah am Zombie. Hui, 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 hui.